Hey, was machst du? Ich will die Bücher gerne alle nach Farbe sortieren. Ich werde sonst echt hier noch verrückt. Nach Farbe? Ja, ich denke mir, sieht wenigstens gut aus. Ich suche die Bücher eh nie. Ich suche vielleicht einmal im Jahr ein Buch und dann weiß ich eh nicht, wo es ist. Jetzt ist es gerade alphabetisch sortiert und das Alphabet ist ja eigentlich eh total willkürlich ausgesucht, glaube ich. Tommy Schmidt liebt ja mein Rührei. Aber das scheint mir auch fast so eine Floskel zu sein, die er immer sagt, damit er irgendwas Spezielles über mich sagen kann. Hat er das nicht mal in Gemischtes Hack gesagt und dann hast du so hunderte Nachrichten bekommen, hey, ein Rührei soll so toll sein, wie machst du das? Dann habe ich so hunderte unten ohne Bilder gekriegt, wo jemand sein Gemächt neben einen Teller Rührei gehalten hat. Ich dachte mir, Gott. Boah, dieses Hack ist wirklich gemischt. Regel Nummer 1 in der Krise, klare Regeln. Ganz wichtig, vor allem wenn man zu zweit wohnt. Also bei uns zum Beispiel ist die Küche, das Büro, in meinem Schlafzimmer wird gegessen, das Wohnzimmer ist das Fitnessstudio und der Balkon ist die Kneipe. Thomas' Leben ist komplett durcheinander. Der liegt den ganzen Tag im Bett und schneidet zwischen irgendwelchen Chipskrümeln. Wenn er telefoniert, geht er aufs Klo. Er ist sowieso nur über die Spüle gelehnt im Stehen. Und ich weiß die meiste Zeit gar nicht, ob er wach ist oder schläft. Merkt er, dass ich gerade hier bin? Hier, meine Lieblingsbücher. Was? Markus Werner. Das ist das beste Buch. Markus Werner, Die kalte Schulter. Ich habe nur Am Hang gelesen, das fand ich aber auch super. Wieso hast du mein Lieblingsbuch noch nicht gelesen? Das haben wir als gebundenes Buch und als Taschenbuch. Ich denke mir immer, wer sagt sich, weißt du was, das würde ich ja gerne unterwegs weiterlesen, aber das trage ich jetzt nicht mit mir rum. Das hier, eine komplett andere Geschichte. Ich glaube, das wird gar nicht so lang dauern. Ich glaube, ja, also vielleicht 3 Stunden. Ich glaube schon, dass die Nuancen, weil guck mal, es gibt halt auch so Zweifelsfälle, wie zum Beispiel hier Bill Buffett, Heat. Ganz klar würde man sagen, übrigens ein super Buch, ganz klar würde man sagen gelb. Weil wenn man es jetzt von dieser Seite sieht, ist schon auch ein hohen Türkisanteil. Ja, aber das macht es ja gerade spannend, dass man dann manchmal so ausbrechen kann. Ja. Hörst du mich? Siehst du mich? Ich höre dich, ich sehe dich. Sehr gut. Was machst du gerade? Wo bist du? Ich bin auf dem Balkon und trinke aus meiner Putin-Tasse Kaffee. Hey Thomas, schuldest mir noch 50 Euro, Alter. Das ist meine Kohle, Alter. Was ist los mit dir? Gib mal mein Geld. 50 Euro. Yalla. Zu Hause bleiben hat irgendwie so was Ursprüngliches. So ein bisschen so wie Höhle spielen oder so als Kinder. Also ich weiß nicht, ob ihr das als Kinder auch gemacht habt, aber wir haben immer so Stühle genommen und dann so Decken draufgelegt und dann sind die Stühle umgefallen und jemand dachte, man hätte ihn getreten und dann hat der einen gebissen. Und ja, das war eigentlich ganz schön. Ich hasse das, dass alle jetzt so tun, als wäre das so eine tolle Chance, dass wir alle zu Hause bleiben. Ja, nee, ich will eigentlich einfach nur, dass es wieder normal wird. Die Krise macht alle Leute gleich. Was für eine beunruhigende Vorstellung. Thomas und ich trinken ja beide den Kaffee schwarz, ohne Zucker, ohne Milch und ohne Koffein. Es ist eigentlich einfach sehr teures, dreckiges Wasser. Hey Thomas, du schuldest Felix noch 50 Euro. Hallo, ich soll euch ja noch ein Video von mir schicken für eure neue Serie. Ja. Was soll ich denn da sagen? Das da, oder was? Ja, hast du noch sowas in dünner, also so ungefähr so einen Zentimeter Durchmesser, das ist fast schon zu dick. Jetzt machen wir direkt nochmal den Gloss, aber du legst diesen Stift unter deinem unteren Rücken. Spürst du das jetzt schon? Nee.
Ja, genau. Jetzt Beine hoch. Und jetzt schau erstmal, dass du das so runterdrückst, dass du den Stift spürst. Kriegst du das hin? Ja. Heißt es der Joghurt oder das Joghurt? Ich sag immer der Joghurt. Ja, in der Schweiz sagt man das Joghurt. Aber da sagt man auch der Butter und der Salami. Und das sprachliche Geisteskrankheit. Weißt du, was wir schon ganz lange nicht mehr benutzt haben? Die Louis CK-Tasse. Jetzt, wo ja eh niemand hier reinkommt, könnten wir eigentlich wieder aus der trinken. Ich stell sie mal so mittel nach vorne. Für mich hat sich seit dem Kontaktverbot kaum was verändert. Ich schneide immer noch 10 Stunden am Tag irgendwelche Videos. Ich chatte mit Freunden. Ich gehe in die Küche, um was zu essen. Abends schaue ich einen Film. Also für Thomas hat sich alles verändert. Der Dreh mit Nico in Straßburg wurde gecancelt. Die Reise nach Liverpool ist abgesagt. Sein einziger Ausgleich Fußball, den er in seiner Freizeit so hat, findet einfach nicht mehr statt. Ich mache das eh immer skeptisch, wenn Leute so übertrieben gelassen sind. Übertriebene Gelassenheit. Das heißt immer, entweder ist es den Leuten egal oder sie checken es einfach nicht. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was schlimmer wäre. Super Bücher. Gelbe Bleistift, bestes Buch. Die werden jetzt getrennt. Guck mal, beige. Ich würde jetzt sagen, beige ist dann eigentlich der Übergang zwischen weiß und gelb. Deutsche lieben gelbe Bücher. Ja, Deutsche lieben es vor allem, wenn Bücher so ein bisschen langweilig aussehen. Ich muss ja auch sagen, ich bin nicht stolz auf alle Bücher, die wir haben. Also bei manchen Dingen denke ich mir so, oh Mann, wie sieht das denn aus? Zum Beispiel, warte, lass mich das peinlichste Buch finden. Es ist nicht peinlich, aber... Wir hatten doch lange Zeit so eine mega fette Hitler-Biografie, die so mega prominent platziert war. Ja, die wollte ich ja eigentlich hier immer noch haben, aber du hast gesagt, wenn wir hier drehen, dann muss ich die wegräumen. Ja, ich finde es halt einfach krass, wenn da so ein ganz fett mitten im Regal so, wer war Hitler? Hitler? Spoiler Alert, er war kein so netter Mann. Ja, genau. Ja, ja. Ach. Man kann ja schon was über Hitler lernen, man muss ja nicht gleich Hitler werden. Ja, aber wenn Leute zu viele Hitler-Biografien in ihrem Regal haben, werde ich skeptisch. Also wir haben eine Hitler-Biografie. Ja, wir haben ja auch weiß, zum Beispiel ein Buch über Krafttraining und ich sehe trotzdem nicht so aus, wenn ich kein T-Shirt anhabe. Hm? Ja, kommt schon ran. Kommt schon ran. So eine kleine Ader-Kobra. Gar keinen Spaß. Ich bin seit ungefähr 4 Stunden dran. Das Schwierigste ist echt so Zweifelsfälle. Ich meine, ist das blau oder schwarz? Von der Menge her ist es natürlich schwarz, aber schwarz, ich finde es halt immer geiler, dann die Farbe zu nehmen. Oh ja, was auch ein Problem ist, ist, dass die ganzen Sopranos-Staffeln jetzt wild verteilt sind, weil die andere Farben haben. Ja, was ich ja mag, sind Bücher, die so aussehen wie Filmposter. Also zum Beispiel das hier. Ja. Sowas. Ja, die Bukowski-Bücher sehen eh gut aus. Das gibt's aber in Deutschland fast gar nicht. Das gibt's nur in den USA. Das habe ich jetzt unter Türkis eingestuft. Das ist eine ganz kontroverse Meinung. Weil ich finde, wenn man das hier zwischen Hermann Burger und T.C. Boyle einklemmt, dann sieht man schon, warum es Türkis ist. Mhm. Aha. Jo, Thomas, was geht ab? Hier ist Ratar. Du schuldest Felix noch 50 Euro. Gib ihm seine 50 Euro. Boah, krass. Ja, es ist jetzt kurz nach Mitternacht. Es ist vollbracht. Ist schon ganz cool geworden, oder? Ja, sieht mega geil aus. Also ich kann ja nicht ansatzweise überblicken, wie viel Arbeit das war, aber ich würde sagen, es hat sich voll gelohnt. Ja, aber du bist ja klarer Gewinner dieser Geschichte. Ich finde es auch super, dass du nicht mit Weiß angefangen hast, sondern dass es... Ja, ich dachte, man macht so dunkle Kanten und dann ist es in der Mitte eher hell. Ich wollte auch, dass es in der Mitte was Grünes hat. Und mir war auch wichtig, dass die Farben, von denen wir ganz viel haben, also eben Rot und Schwarz, dass die am Rand sind, damit die halt nicht so viel Raum einnehmen. Das Problem ist jetzt halt, dass wir nichts mehr finden.
Ist das so? Also wir müssen jetzt eigentlich zu jedem Buch, das wir suchen, noch einen separaten Buch haben, wo drin steht, wie der Buchrücken von dem Buch aussieht. Aber man kann doch das Buch einfach googeln und dann sieht man ja die Farbe, oder? Stimmt. Oder ist es manchmal so, dass es vorne drauf eine andere Farbe hat? Wie? Das ist sogar sehr oft so. Echt? Aber dann kann man es ja bei irgendwo, findet man sicher ein Bild vom Buchrücken. Und wenn das nicht klappt, kann man auch einfach das Buch googeln und es sich dann als E-Book runterladen. Das sind einfach die Klassiker, die mich hier zum Schmunzeln bringen. Ich glaube, dich bringt heute gar nichts mehr zum Schmunzeln. Ich bin wirklich geschafft. Aber es ist eine super Art, einen Tag rumzukriegen. Und auch einfach, wenn Leute reinkommen, es ist weniger ein Wow-Faktor als so ein Huh-Faktor. So ein Ach, und zwei reinrassige Siamkatzen habt ihr auch noch. Na toll. Live, love, life als Wandtattoo. Finde ich klasse. Ich dachte mir halt, wenn ich so eine Comedy-Sendung mache, dann kann ich immer so coole Übergänge machen. Also da muss ich noch ein bisschen üben. Das okay. Ich würde mich gerne so davor stellen, so quer quasi, dass es gar nicht eingereiht ist, sondern wie so. Im Schaufenster. Ja, so gefällt es mir. Ja gut, das ist... Also verstehst du, warum ich es türkis gemacht habe? Findest du's auch? Ja, komplett. Ja, ja. Also Hazel versuche ich zu unterstützen, wo ich nur kann. Ich umarme die, wenn es der schlecht geht. Ich gehe aus dem Raum, wenn sie telefonieren will oder Sport machen will. Ich versuche sie nicht mit negativen Nachrichten zu belasten. Also eigentlich mit allen Nachrichten. Wir haben mal so einen Roboter-Staubsauger von Dyson gekauft auf eBay Kleinanzeigen. Und der war schon noch teuer, aber deutlich günstiger als im Geschäft. Und wir haben den dann aufgemacht, der war noch original verpackt. Und versucht mit unserer App zu konfigurieren. Aber das Problem war, dass die Vorbesitzerin den mit ihrer App schon konfiguriert hatte. Und dann war der so wie besetzt. Und jetzt fährt er die ganze Zeit durch die Wohnung. Aber er checkt halt überhaupt nicht, wo er ist. Er dötscht in Gegenstände rein, knallt in Wände. Wenn man reinkommt, dann dötscht er ihm in die Knöchel. Es tut weh wie Sau. Er kommt aus dem Nichts. Und er saugt auch noch nicht mal. Und genau so ist Thomas. Oh, ist ja ordentlich bei euch. So kenne ich die Wohnung ja gar nicht. Ja, so ist sie auch eigentlich nicht. Schau mal, das hat Hazel gestern gemacht. Habt ihr die Bücher nach Farben sortiert? Ja, genau. Ja, wir müssen noch die alten Wetten, das schauen. Ja, die steht ja hier oben und die wartet auf euch, ne? Die, Stell du das extra für euch auf. Mein Gott. Das ist echt beängstigend, wie schnell du die gefunden hast, Lutz.